bald. Das frei ist, können wir zum Hauptbahnhof einfahren. Bitte noch einen Augenblick Geduld. Reicht. Was mit Monte Duva Netz oder sowas? Hi. Ja? Kannst du direkt eine wieder runterfahren? Ist das drei gewesen? Ich bin einer vier. Ja. Oh. Gut. Jemand war eine japanische Reisegruppe da und wieder sieben Personen, die ihre Koffer da gestellt. Ja, du, Japaner, ist mir klar, dass da sieben Mann reinpassen. 33, ja. Hier ist eine kleine Britsche, hier ist ein Doppelbett und wir haben kein Balkon. Kein Balkon. So, es geht los. Endlich. Schlüssel? Schlüssel. Liegt auf dem Tisch? Ja. Ah, der Mark hat. Ja, du musst das. Kann sein, dass wir zu weit sind. Marc, kann sein, dass wir zu weit sind. Müssen wir kontrollieren. Hast du dein Maßband greifbereit? Dann kann ich das mal eben ausmessen. Da passt ein Bein durch. Muss ich nur nacheinander ziehen. Das Loch selbst wahrscheinlich ja. Man muss halt kriechen, also so durchsteigen. Scheiße, ich habe das Bein gebrochen. Also Marc hat jetzt gemessen, seiner ist 40 cm. Keim ist jetzt sein noch, was unten ist. 50 an der breiten Stelle und das ist auch nochmal gute 52 und dann halt diagonal halt, ne? Ja, am Fuß 90, ja. 60, weißt du, wie das andere Bein ist? Ja, genau. Ja, es wird ein bisschen höher. Ein bisschen, das bisschen ist mir gefällt. Wir wollten hier nochmal auf die Karte gucken. Ja. Wir sind jetzt an 4 schon vorbei, ne? Ja. Ach so, schnell? Ja. Also das ist eine der tiefsten Stellen, die wir so jetzt, denke ich mal, heute machen werden. Vor die tiefsten? Also Matthias ist ja wirklich nicht kleiner, der hat ja Oberschenkel wie ich bis zum Knie. Der hätte ja bis zur Hüfte im Wasser gestanden. Deswegen ist er hier übers Gitter. Na, deine Tochter hätte nur noch mal den Kopf rausgeguckt. Na, die wäre auch, ja genau, die hätte einfach so geschwommen. Schwimmflügel um den Hals, nächste Mal. Ich hab dir gesagt, einen Rettungsring mit. So, wir sind jetzt in diesem sogenannten, wo sind wir in diesem? Saldubbel hier. Salblabe. Run Room. Badraum. Irgendwie sowas. Kann da einer leuchten? Ja, eins. So wie Kurus. Die Kamera hängt auch schief. So. Helm hängt auch schief.
Ja, gut. Mahlzeit. Muss man schlecht. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist, aber wir sind bestimmt schon gute 2 Stunden unten. 11.20 Uhr. Sind wir schon 3 Stunden unten und wir sind bestimmt noch gute 10 Stunden unterwegs. Gut ist eine Stärkung. Der gute Korn. Jam. Heilige Scheiße. Da liegt einer drinne. Da ist ein Wehen drin. Da liegt einer drin. Die Schaufel ist beinahe reingerannt. Marc macht Langzeitbelichtung. Er tut das Arschloch fotografieren. Jetzt mal so guckt durch den Latte. Durch den Lichtschatten, der jetzt so kommt, sieht das aus, wenn du jetzt so guckst, wie die Abgrenzung von der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Ach die Scheiße, ich wusste doch. Wir werden das rausschneiden. So, dann werden wir jetzt das Kino verlassen und gehen hier durch das Arschloch weiter. So, wir sind jetzt im Laternenraum. Wie sagt man, kriegt meine Witze? So, wir sind im Laternenraum. Na Jungs, guckt euch den Brunnen an, ja? Ja super, guck mal hier rein. Das ist ja, das ist schön, dass du mal jetzt hier rein möchtest. Mhm. Der geht locker so deine 10 Meter nach unten. Und wenn du da unten bist, ist aus. Der Rucksack ist offen. Ja, deiner. Meiner? Ja. Wie das? Nö, ich nur gerade. Das Batterie war. Was war? Was war? Okay. Wie kann man stehen? So. Das erste Mal wieder. Mal so geht's. Schön, dass ich Licht anhabe, aber ich will ja auch was sehen. Ja. Gut. Ach Mist, haben die Bürstchen vergessen. Jetzt haben wir die Holzkohle ganz umsonst hingeschleppt. Ihr könnt mir ja mal. Ja, prima, mach mal Licht. Top, einwandfrei. Zieh ich an der Krippe. Salami. Die Jungs sind, glaube ich, noch ganz motiviert. Muss mal drehen, mal gucken. Erstmal blind. Logisch. Blind. Die Knie hoch. Und jetzt sofort, jetzt geht's auf 3,50 Meter runter. Ja. Vorsichtig. Hast du noch einen Meter? Und das meine Wattstiefel haben wir noch. Die haben wir noch? Wir haben noch. Ehrlich? Weiß ich nicht. Fühlt sich an, weil es kalt ist? Ja. Das heißt nichts. Was einfach, die sind ja dünner, ne? Super. Aber warum würde ich hier das, wenn hier nichts ist? Ja. Ich hätte er denn hier vielleicht gesehen. Super. Alles für die Kreisklasse. Einmal Arsch, immer Arsch. Soll ich den Staubsauger noch bringen? Du musst jetzt mit Schwung einfach reinhechten. Ja. So aus dem Schreibtisch hier rauf? Ja. Und dann die Füßen durchschwingen. Schau mal, Kreisklasse-Foto. Yeah. Alles für den Club. Ja. Ja. Noch ein Stück, ne? Ja, warte. Nicht, dass er sich verkeilt. Ja, ja, genau. Steckt fest. Soll ich ein Foto machen, schnell? Ich, yes. Genau. Ja. Flug. Ja. Guck mal. Oh. Dieser Geburtsvorgang. Das ist wie eine Geburt. Und das ohne Wehen. Also Schmerzen hast du schon, aber. Im Schneidersitz kommt er da durch, deswegen hat er nicht gepasst. Der wollte das einfach im Schneidersitz probieren. Doof, ne? Du weißt, dass das Becken dann auseinandergeht, wenn du das im Schneidersitz machst. Okay.
Schön, oder? Super. Das macht Freude. Das macht Freude. Das ist das wirklich ein Schweiß? Oder bist du da ausgelogen? Scheiße. Scheiße? Schwimmt die rum? Ja. Wo? Ja, genau. Ich sehe es nicht. Ja, jetzt siehst du es nicht. Das ist auch keine Alternative. Was? Monsieur. Monsieur Kai macht Spökes. Tada! Weil da habe ich mich nicht getraut. Ich habe mich auch an der Wand festgekrallt. Du musst jetzt keine falsche Bewegung machen. Schön festhalten an der Wand. Doch, nee, ich habe keinen Raum. Das Katapult ist gut gestartet. Willst du aufnehmen? Willst du aufnehmen? Wer nimmt? Hä? Er nimmt auf. Ja, dann muss die Kamera auch richtig machen. Ja, kommt nicht vom Pedo viel? Nee, und kommt auch nicht vom Kater. Ja. Ich will noch ein Stückchen durch, dann kann ich auch stehen. Ja. Wenn du da reinfällst und der Schlamm trocknet dir am Körper, dann siehst du aus wie von Körperwelten, nur ein Stein. Kleiner Bogen nach links, langgezogene Rechtskurve. Linke Seite Gang zu einer Treppe. Ja. Willi? Was? Treppe. Ja. Nee, Treppe. Ah. Wo? Do you know near exit? Just here. You just have to take the stairs and they will be like... Okay, so we don't have to go to the Le Petit Institut? Where? Okay. Sorry. We are now here. Where is this? The nearest exit? Perfect. Just here. Oh, okay. We came from this house. Okay. Good. Started at 9 o'clock in German bunker and now back. Yeah, we were here for 12 hours yesterday. Oh yeah, nice. Okay, so have fun. Yeah. Thank you very much. Goodbye. Bye. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. No, sure. Ach, hoch! Was sind du denn? Musst drücken! Ja, guck doch mal, wo wir sind. Ist ja doch scheißegal! Nee, das Ding. Ja. Was denn? Was denn? Du, die haben mal rein. Was denn? Wir sind hier reingegangen, Marc. Wo sind wir? Auf der Straße oder was? Nein, er hat ein Gebäude mit goldenem Zaun gesehen. Einer nachrutschen. Du oder ich. Was? Einer nachrutschen. Oh. Ich kann nicht, darf ich hier nicht rein? Ich hab dich. Guck mal, ob du rauskommst. Ja. Okay. Und, wie fühlst du dich? Nächstes Mal hättet ihr ja sagen können, dass wir ja mitten auf einer Kreuzung raus müssen und dann abwarten, bis grün ist, dass wir die Luke aufkriegen. Das geht gar nicht. Okay. Und Sie, der Herr, hätten Sie auch lieber noch ein paar Stunden spazieren gegangen? Ja, ja, auf jeden Fall. Hammergeil, dass die uns das gezeigt haben. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass die Luke so schwer aufgeht. Im Vergleich, wie sie zugeht.